Es ist, glaube ich, hier auch wichtig, Dinge zu probieren, ungewöhnliche Wege zu gehen. Für Berliner Politik und Berliner Verwaltung ist das, was wir hier machen, ungewöhnlich. Weil wir von Anfang an sagen, wir wollen mehrere Meinungen mit einbeziehen. Alle müssen dazu beitragen. Und weil alle beitragen sollen, sollen sich auch möglichst alle beteiligen. Und wir wollen ganz im positiven Sinne der Schwarmintelligenz versuchen, hier die besten Beiträge auch von Ihnen einzusammeln. Insofern sind Sie dazu aufgefordert, mitzumachen. Klimaneutrales Berlin ist nur realisierbar, wenn alle in dieser Stadt ihren Beitrag dazu leisten und das Thema als solches für sich anerkennen. Was sind eigentlich für Sie zentrale Punkte, bei denen Sie sagen, hier kann wirklich Berlin Vorreiter sein? Das passt zu Berlin, das ist realisierbar und damit wäre es international auch wirklich etwas, was deutlich herausstünde. Nur wenn wir die Verknüpfung wirklich haben in die Stadtgesellschaft rein, werden wir auch letztendlich mit den Ergebnissen und vor allem dann, es geht ja um die Umsetzung, das ist ja das Entscheidende, die Handlungsschritte, die müssen ja dann erfolgen, nur dann werden wir erfolgreich sein. Meine Damen und Herren, das war heute der Auftakt. Wir werden, ich gehe davon aus, dass das dargestellt wurde, in den unterschiedlichsten Formen miteinander in den nächsten Monaten in Kontakt treten können, den Kontakt halten können. Sie merken also, hoffe ich, ich meine es ernst, wir meinen es ernst und ich hoffe, Sie meinen es genauso ernst. Sie sind mit dabei und beteiligen sich. Dann werden wir gemeinsam für Berlin eine ganze Menge erreichen. Vielen Dank. Klimaschutzfahrplan aufstellen und dafür ist Ihre Beteiligung notwendig. Sie sind hier das versammelte Expertenwissen in dieser Stadt. Wir starten mit dem heutigen Tag gleichzeitig einen Online-Dialog, um die Stadtgesellschaft zu beteiligen. Dieser Online-Dialog läuft bis zum 16. April und es geht darum, das versammelte Wissen in dieser Stadt abzurufen. Über 50% der Menschheit lebt in Städten und über 70% der Treibhausgasemissionen werden durch die Städte verursacht. Das heißt, die Städte können sich hier nicht rausnehmen und das war die Ausgangslage für die Berliner Verantwortlichen zu sagen, dann lasst es uns doch mit der Klimaneutralität auch in Berlin probieren. Wenn wir Umwelt wollen, müssen wir alle mit ins Boot nehmen. Das ist das große Problem und das ist die Frage, wie wir das schaffen. Na klar, die Nachhaltigkeit hat vier Säulen und da liegt die Nachhaltigkeit drauf. Und die vier Säulen sind die Ökologie, die Ökonomie, das Soziale und die Kultur. Was die Stadt braucht, sind Freiräume für kreative Menschen, die den Mut bekommen oder auch die Zuversicht von der Senatsverwaltung bekommen, macht was, wir unterstützen euch in dem, seid kreativ und ihr werdet feststellen, die Leute sind kreativer, als sich das manche Köpfe in der Politik nur denken können. Also entweder sind wir neugierig und offen und sind Berlin oder wir sind es eben doch nicht. Und alle, die hier sind oder mit denen ich gesprochen habe, sind alle auf unserer Seite. Also wir sind ein Top-Team und wir müssen uns bloß irgendwie vernetzen. Wir müssen irgendwie schaffen, jetzt den Funken, die Initialzündung auf diese Stadt zu übertragen. Das ist eben die Vision auch von einem Berlin, das Klimaschutz konsequent auch als Ressourcen- und Umweltschutz betreibt, sich auch nicht in tagespolitischen Strohfeuern erschöpft, sondern tatsächlich nachhaltig und langfristig an dem Thema arbeitet. Das BEK auf der Zielgeraden. Herr Gebler hat sehr schön den Prozess beschrieben, in dem wir uns befinden. Wir verabschieden dann hoffentlich das Berliner Energiewendegesetz. Wir beschließen das BEK, wir setzen es um über die vielen Jahre, Monitoring, Update und dann erreichen wir auch das Ziel. Wir haben verschiedene Stellschrauben in den einzelnen Handlungsfeldern. So sieht es auch aus im Handlungsfeld Verkehr. Ein guter Anschluss von Fahrradverkehr und Eisenbahn. Effizienter Transport für Pendler von Haustür zu Haustür. Kommunikation ist wirklich alles. Also das ist nicht nur ein dummer Spruch. Gerade wenn Sie mit Mietern, mit Mitgliedern zu tun haben, wir als Genossenschaft haben auch relativ viele ältere Mitglieder, ist Reden und Kommunikation das Allerwichtigste. Berlin ist bereits ein ausgezeichneter, nachgefragt und wachsender Wissenschaftsstandort. Wir haben eine ganz gute Basis, um hier solche neuen Themen auch voranzubringen.
Es ist, glaube ich, gelungen, hier ein Netzwerk zu bilden von Menschen, die an diesem Prozess interessiert sind und die alle aus ihrer Sicht etwas einzubringen haben. An Sie alle der herzliche Dank dafür, dass Sie hier mitgewirkt haben. Es war für uns alle eine Bereicherung. Bis hierhin ein spannender Prozess und der wird noch nicht sein Ende haben, weil Sie sind herzlich eingeladen, alles das, was aus dem BEK wächst, in der Zukunft weiter zu begleiten.